In meinem Fall ging es also an dieser Stelle fast nicht anders, weil der Professor hat gesagt, also im normalen OP hätte er da zu viel Flurschaden angerichtet. Aber wenn es halt ziemlich innen ist im Organ, hat halt das den Vorteil, wenn man das genau trifft, bleibt halt, sagen wir mal, die Leber relativ unbeschädigt durch diesen Eingriff, weil es ist ja nur praktisch der Kanal, den die Sonde macht. Und das wird ja dann wieder rausgezogen. Das Hauptproblem hat mir vorhin auch der Radiologe erklärt, früher musste er ja das händisch machen, dass er halt das genau trifft, dreidimensional. Und jetzt mit diesem Navigationssystem kann man das vorher am Computer schöner einstellen. Und ja, dass das jetzt Mikrowelle ist, ist mir eigentlich weniger aufgefallen. Es hat unterm Strich geheißen, das wäre verschmort. Wie das dann elektrisch oder in anderer Form physikalisch vor sich geht, hat mich eigentlich weniger interessiert. Wichtig ist, dass es funktioniert. Und ich denke, es ist Stand der Technik. Und hier wird es ja auch häufig angewendet. Und dann passt es. Der medizinische Fortschritt, man, es ist ja sagenhaft, was man machen kann, und das ist ja gut.